Diese Sura, also Kafirun, die heißt ja auch Kafirun, Ungläubige. Die heißt nicht Muafikun, Zustimmende. Die heißt Kafirun, Ungläubige. Aber die Leute nehmen sich den letzten Vers, Lekum dinukum waliyadin. Aber wie heißt denn der erste Vers der Sura? Diese Sura hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Verse. Der erste Vers heißt, Kul ya ayyul kafirun. Diese Sura ist nur zwei Zeilen. Sprich, o ihr Ungläubigen. Das heißt, Mohammed a.s. soll sagen, o ihr Ungläubigen, o ihr Kafirun. Ungläubig ist vielleicht nicht die beste Übersetzung. Ja. Diese Sura ist Suratul Bara'ati min al-Amal, alladhi ya'maluhu al-Mushrikun. Die ist eine Lossagung von den Taten, die die Mushrikun machen. Die ist eine Lossagung von den Taten, die die Mushrikun machen. Und sie befiehlt, aufrichtig in der Religion zu sein. Die Aussage, o ihr Ungläubigen, o ihr Glaubensverweigerer, umfasst jeden Glaubensverweigerer auf der Erdoberfläche. Aber die, die hier direkt angesprochen werden, sind die Glaubensverweigerer der Quraysh. Und es wird gesagt, dass das herabgesandt wurde, weil sie aus ihrer Unwissenheit heraus den Propheten aufgerufen haben, ein Jahr lang ihre Götzen anzubeten, woraufhin sie dann seinen Anbetungswürdigen, also Allah, ein Jahr lang anbeten. So hat Allah diese Sura abgesandt, hat darin den Propheten befolgen, sich vollkommen von ihrer Religion loszulassen, loszusagen. Es ist der Wahnsinn, dass diese Leute immer diese Sure benutzen für ihren Blödsinn. Diese Sure sagt genau das Gegenteil. Lekum dinukum waliya din heißt, euch eure Religion, uns unsere Religion. Ich werde nicht deine Götter anbeten, du nicht meine. Wir haben mit eurer Religion nichts zu tun. Lekum dinukum waliya din. Dann kommt La ikra fid din. Kein Zwang im Glauben. Kein Zwang im Glauben. Okay, kein Zwang im Glauben. Was meinst du mit kein Zwang im Glauben? Was ist der Grund, dass dieser Vers herabgesagt wird? Zwang, was ist Zwang? Wenn ich keine Wahl habe. Zwang ist nicht keine Strafe im Glauben. Ansonsten würde sich der Koran ja widersprechen. Wenn ich aus keinen Zwang halte, du kannst machen, was du willst. Wofür wird dann im Koran? Wofür steht, okay, wenn dem so ist, warum steht er im Koran? Wa mubine. Wer sich Allah und dem Gesandten widersetzt, der ist auf einem deutlichen Irrweg. Warum? Warum steht das dort? Warum wird da erzählt, dass diejenigen, die bestimmte Taten machen oder bestimmten Glauben haben, in die Hölle geht. Da geht es um die Strafe. Da geht es darum, dass ich jemanden nicht dazu zwinge, den Islam anzunehmen, weil der gezwungene Islam ihm gar nichts bringt. Und nicht, dass ich ihm von der jenseitigen Bestrafung erzähle. Der ganze Koran ist voll mit jenseitiger Bestrafung.